So, jetzt sind wir hier im Haarbasis Friseursalon. Wir gehen jetzt einfach mal rein und schauen, ob Friseusen wirklich so sind, wie man von ihnen behauptet. Wir haben jetzt zwei Freiwillige gefunden. Und wie heißt ihr nochmal? Daniela. Sabrina. Daniela und Sabrina haben sich zur Verfügung gestellt, jetzt hier mit uns dieses kleine Spielchen zu machen. Und zwar jetzt schauen wir mal, wie eure Vogel- und Baumkunde so steht, ob ihr in der Grundschule gut aufgepasst habt. Jetzt gucken wir mal. Also ich würde sagen, fangen wir mit dem hier, mit was Einfachem an. Keine Ahnung. Ja, sehr gut. Nochmal als Test zum Gucken. Eiche, sehr schön. Dann noch ein leichter Vogel, nehmen wir den hier. Man beachte vor allem diese Färbung hier am... Rotkehlchen. Sehr gut, ein Rotkehlchen, klasse. Und jetzt schauen wir nochmal nach diesem Baum. Ein Tannenbaum. Was für ein Tannenbaum? Tannenzapfenbaum. Nein. Was für ein Weihnachtsbaum könnte das sein? Tja, schauen wir mal nach. Eine Fichte. Vielen Dank. Und ihr bekommt jetzt noch von uns ein tolles Spiel. Gut, das war's. Super, zum nächsten. Also wir haben jetzt nochmal Mediamarkt, weil Mediamarkt sagt ja, wir sind ja nicht blöd. Da haben wir uns jetzt eine ganz nette Mitarbeiterin vom Mediamarkt aus. Und zwar ist das die... Christina Strom. Und sie durfte sich auch schon drei aussuchen, drei verschiedene Lines. Und jetzt fangen wir doch erstmal an mit dieser wunderschönen Silbentrennung-Line. Dann würde ich sagen, fragen wir mal Leopard, wie der getrennt wird. Leopard. 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 Sehr schön. Dann Schmetterling. Schmetterling. Hey, die Frau ist wirklich nicht blöd. Okay. Dann... die wunderschönen Schilde. Was heißt zum Beispiel dieses da, dieses Geschlängelte? Eine gefährliche Kurve oder ein Knick in der Straße, sagen wir es so. Na, nicht ganz richtig. Zwei Kurven folgen aufeinander. Aber war nicht schlecht. Ist schon eine Weile her. Wie alt bist du? 20. 20. Was sagt man, wenn man zum Bauer geht und Käse möchte? Can I have cheese, please? That's right. Okay, vielen Dank. Und ich habe noch ein ganz nettes Präsent für dich. Darf ich dir wenigstens noch zwei Fragen zu den, ja, okay, zu den schweren stellen? Okay, sehr gut. Wo ist die Grand Nation? Frankreich. Frankreich. Diese. Gut. Und jetzt was Schweres. Wo ist Mazedonien? Schande. Mazedonien. Die hier? Ich würde sagen, das ist eher Spanien. Aber ist egal, Mazedonien wäre hier gewesen. Also wir haben uns jetzt hier bei der Polizei reingeschlichen und wir haben jetzt ein Opfer gefunden, das wir befragen dürfen. Jetzt gehen wir einfach mal schneller rein. Also kommt mit. Ja, wunderschönen guten Tag. Wir sind von Ravensburger Spiele. Und wir haben hier so eine Didakterline, heißt das, von Ravensburger, vom Herr der Spiele. Und da stellen wir Ihnen jetzt einfach mal ein paar Fragen. Entschuldigung, wie ist eigentlich Ihr Name? Müller. Herr Müller, wie lange sind Sie schon bei der Polizei? Seit 23 Jahren. Nochmal kurz Ihre Englischkenntnisse ein bisschen abzufragen. Ein Mund. Mouth. Und Hosen. Hosen. Hey, hey, hey. Was für eine Schule haben Sie genossen? Realschule. Realschule. Gut. Das zu Englisch klappt einwandfrei, können sich mit den englischen Kollegen super unterhalten. Dann noch vielleicht, was sind das hier oben alles für Schilde? Wie nennt man die? Das sind alle. Ja, jetzt hält es mir gerade gleich ein. Sollen wir mal schauen? Gefahrenzeichen. Ja, genau. Okay, dann bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Zeit. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Und auf Wiedersehen. Tschüss.